Hallo allerseits, bitte aktualisieren Sie mich mit den neuesten Informationen. Florian Silbereisen ist neues Mitglied der DSDS-Jury. Doch was sagt Pietro Lombardi dazu? Bei Deutschland sucht den Superstar ist ordentlich was los. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Xavier Naidoo die Jury verlässt, da er bei RTL in Ungnade gefallen ist. Stattdessen soll Florian Silbereisen ab sofort seinen Platz einnehmen. Doch was sagen eigentlich die anderen Juroren zu diesem Wechsel? Dieter Bohlen sich überglücklich. Wie Dieter Bohlen via Instagram berichtet, ist er davon absolut begeistert, dass Florian Silbereisen bei DSDS am Jurorenpult sitzt. So erklärt er seiner Community, meine absolute Wunschbesetzung. Ich habe ein paar Tage dafür gekämpft, war wirklich auch gar nicht einfach. Florian ist seiner Meinung nach der perfekte vierte Juror. Schließlich sind in dieser Staffel gleich mehrere Kandidaten dabei, die sich auf Schlager spezialisieren wollen. Florian kennt sich da mega aus in dem Bereich. Doch sieht das Pietro genauso? Pietro packt über Florian aus. Während Dieter sich absolut euphorisch zeigt, tritt Pietro der neuen Jurorenbesetzung mit Florian etwas skeptischer gegenüber. Er erklärt gegenüber RTL, dass ihn dieser Neuzugang ziemlich überrascht habe, er hätte eher mit einem Rapper gerechnet. Seine Freude fällt dadurch allerdings nicht minder aus. So fügt er abschließend hinzu, Florian Silbereisen kenne ich auch persönlich, deswegen freue ich mich extrem. Super sympathischer junger Mann, würde ich mal sagen. Und auch Oana freut sich in ihrer Instagram-Story, herzlich willkommen in der DSDS-Familie. Danke, schönen Tag noch.